Das Bargeld wird in absehbarer Zeit nicht abgeschafft, aber der stetig steigende Onlinehandel führt dazu, dass dem digitalen Bezahlen eine immer größer werdende Bedeutung zukommt. Wenn ich nicht die richtige Bezahlmethode anbieten kann als Händler, laufe ich mittlerweile Gefahr, Kunden zu verlieren. Und auf der Bankenseite ist es ähnlich. Wenn ich meinen Kunden nicht das richtige Bezahlmedium an die Hand geben kann, können sie bei bestimmten Händlern nicht mehr einkaufen. Und damit ist dieser Fluss unterbrochen und damit ist es ein Problem. Wie neue Studien zeigen, verdrängt der digitale Onlinehandel den herkömmlichen Versandhandel. Allen voran sind es die jüngsten Käuferschichten, die signifikant häufiger Internettransaktionen durchführen. Massive Änderungen wird auch eine ganz aktuelle EU-Regulative bringen, die es Payment-Anbietern ermöglicht, mit Zustimmung des Inhabers auf jedes Bankkonto zuzugreifen. Die Payment Service Directive 2 wird sicher dafür sorgen, dass es neue Player in dem Bereich gibt. Sie treibt auch das Thema Sicherheit voran über diese sogenannte Strong Customer Authentication. Ein weiterer Innovationsschwerpunkt gilt der Entwicklung neuer Authentifizierungssysteme, die den lästigen Passwörtern ein Ende bereiten. In Kombination mit der Convenience oder des möglichst einfachen Bezahlvorgangs setzen wir stark darauf, dass es biometrische Verfahren sein werden, die diese Authentifizierung übernehmen, weil sich die besser in einen Einkaufsprozess integrieren lassen, als wenn ich mir Passwörter, Pins und sonstige Sachen merken muss. Da reden wir dann von Fingerprint-Scan, wir reden von Gesichtsscan, von Iris-Scan. Eine Oxford-Studie weist biometrischen Erkennungsverfahren eine Akzeptanz von unglaublichen 93% zu. Sicherheit und Convenience sind der Maßstab für die Bezahlsysteme der Zukunft. Mit Masterpass wird eine Lösung präsentiert, die weltweit bereits in 40 Märkten eingeführt und von 300.000 Händlern akzeptiert wird. Die Masterpass Wallet bietet ihm einen Container, der seine Bezahldaten, Adressdaten, Lieferdaten und vielleicht noch Kundenbindungsprogramme sicher speichert und mitnimmt von einem Shop zum nächsten. Der Besitz einer eigenen Mastercard ist keine Voraussetzung und zusätzliche Kosten fallen weder für Kunden noch Händler an. Schon in den nächsten Monaten werden österreichische Banken und Händler diese bequeme und sichere Zahlform anbieten.